als hätte jemand daran gedacht, als wir an einem Sonntagnachmittag im Mai eine Videokamera schnappten und damit herumblödelten, dass wirklich ein Film daraus werden könnte. Aber die Reaktionen unserer Freunde und Bekannte ermutigten uns mitzumachen beim Jugendvideopreis der offenen Kanäle Sachsen-Anhalt. Und dann das. Hallo Christoph Bauerfeind. Wir freuen uns, dir mitteilen zu können, dass dein Film The Mersey Monster Project für den 13. Jugendvideopreis nominiert wurde. Der Wettbewerb findet am 29. Oktober ab 14 Uhr im Theater Magdeburg am Universitätsplatz statt. Bitte sei deshalb persönlich anwesend. Wir trinken nämlich erst, wenn wir wieder zurück sind. Wir trinken erst, wenn wir wieder da sind, Mann. Verdammt, dann kann ich nicht mehr trinken, dann muss ich arbeiten. Wenn wir gewonnen haben. Damit hatte keiner gerechnet. Wir hatten keine Wahl. Wir mussten nach Magdeburg. Aber wer ist eigentlich wir? Du willst irgendwas dazu erzählen. Der Wind, sehr gut. Okay. Hier stolziert er. So, dreh dich. Ja, da kommst du nice auf. Die Landeshauptstadt empfing uns unspektakulär ausgestorben. Keine Menschenseele zu sehen. Und es machten sich Zweifel breit, ob wir überhaupt am richtigen Ort sind. Das Opernhaus finden. Na, ja, aber das ist es doch. Das ist das Landestheater. Das steht auch Opernhaus in dem dran, oder? Ja, dann lass uns halt mal hier noch ein bisschen rumlaufen. Hier kriegt man bestimmt diese... Dann ist die Findmaschine. Nee, weil jetzt äußert euch mal kurz. Weil die Ticket-Ding hat nur samstags auf, nicht sonntags. Wie? Eine gute Aussage zum Warum hat eigentlich niemand diese E-Mail ausgedruckt? Hast du nicht? Doch, ich hab sie dabei. Idiot. Nachdem wir fast weggeblasen wurden und doch noch ein Restaurant gefunden haben. Mit Palmen. Mit Palmen. Möchtest du, dass du die Palmen aufnimmst? Die sind nämlich doch am Höhepunkt. Weil wir keine Ahnung hatten, wo wir nun genau hin müssen, entschieden wir uns erstmal unsere Mägen zu füllen und uns gestärkt erneut auf die Suche nach dem Ticketshop zu machen. Bratkartoffeln für den Herrn. Naja, dann. Und weil wir so viel Zeit übrig hatten, konnten wir auch noch unsere Mahlzeit dokumentieren. Okay. Ja. Kräfte sammeln und so. Fröhliches Foto. Mhm. Der Rest. Ja, Chaka. Lecker. Glückliche Menschen. Und mit vollem Magen waren wir dann auch endlich in der Lage, den Ticketshop zu finden. Das ist die Anna, unser Fan. Ja, die Anna. Getroffen und sie kennt sie hat mich mit Drogen abgeführt, deshalb bin ich hier. Die Anna dreht sich eine Zigarette. Weil sie den Tag sonst nicht durchstehen wird. Nee, das wird Anna, was erwartest du denn von uns? Ich erwarte rote Teppiche, sehr, sehr viel Beifall. Nur schlechte Filme, außer euren natürlich. So oder so ähnlich sollte was drin werden, denke ich mir. Ja. Das ist super. Und Sekt. Ja. Und Champagner. Und so. Überhaupt hat jemand was Guck mal, er. Ja. Zufällig getroffen. Zufällig haben wir die getroffen. Spontan haben sie sich bereit erklärt, unsere Fans zu sein. Ja. Ach, ich habe die Unterwäsche gelesen. Ich habe eine Voting-Karte. Was sollst du sagen? Mit der man zum besten Film-Act des Jahres gewählt werden kann. Setzt natürlich voraus, dass wir uns selber wählen, weil uns sonst niemand wählen wird. Nicht aber wenn du jemanden hinsuchst, ja, dann kannst du ja mal eine Kamerafahrt hier auf den Flyer machen. Schon geschehen, Mersey Monster Project. Da steht hier, Mersey Monster Project. Der Film aller Filme. Ja. Definitiv. Wackelig, aber da. Aber da. Was der drückfällste Freund? Und wie stehen die Chancen? Ja, so. Aber ich sagen muss, es wird hart. Ich habe unten gerade kleine Kinder gesehen, die haben alle ein T-Shirt auch mit ihrem Filmnamen drauf. Und ich fürchte, dass es echt schwer sein wird, gegen kleine Kinder zu gewinnen. Ja, die haben immer diesen Niedlichkeitsbonus. Ja, das ist genauso wie wenn irgendjemand kleine süße Hunde in seinem Film hat. Dann
Haben wir so eine, muss gar nichts mit der Handlung zu tun haben, einfach mal so eine Hundewelpen, weißt du? Genau. Welpen aus, so wie der aus dem Café eben. Ja, einfach mal draufhalten, reinsteigen, gut, Oscar. Gesellschaft. Wie ist denn der Jubelschrei heute Abend? Der Jubelschrei? Ja, wie würdest du uns denn zujubeln? Ich hab verschiedene Varianten vorbereitet. Ja, zeig mal. Sowas wie hey, 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 oder sowas wie wuhu. Oder vielleicht lassen wir noch eine dritte Version einfallen. Also das würde ich dir dringend raten, weil das ist schon sehr unkreativ, was du mir da gerade erzählst. Ich dachte, ich beschränke mich nur aufs Pfeifen. Weil nee, Pfeifen, das ist jetzt auch nicht zwingend sehr kreativ. Mach ne? mal. Und dann noch auf den bösen Fingern, also nee. Jiha! Jiha ist gut. Was, ne, wenn du das schlecht? Ja, ich sagte unkreativ. Vorstrapazieren, weil wenn ich das jetzt zu oft mache, geht es nachher nicht mehr authentisch. Mhm. Das ist mein Problem dabei. Alles klar. Der Saal war voll. Da kann man schon mal nervös werden. Wir konnten nichts weiter tun, als uns zurückzulehnen und auf das Beste zu hoffen, bis es wirklich ernst ist. Ja, ich denke auch. Herzlich willkommen zum 13. Jugendvideopreis Sachsen-Anhalt. 13 Jahre Jugendvideopreis, eine magische Zahl, die 13. Ich erzähle mal kurz, was bisher geschah. Es sind 108 Filme in diesem Jahr eingegangen, so viele wie absolut noch nie. Das ist wirklich eine Rekordeinsendezahl, worüber wir uns sehr, sehr gefreut haben. Ein Zeichen dafür, dass der Jugendvideopreis sich rumspricht, dass Leute davon erzählen, dass er ein Forum geworden ist, an dem junge Leute irgendwie gerne teilnehmen und wofür auch monatelang produziert wird. 108 Filme, 16 Filme sind nominiert worden. Okay, wir machen jetzt weiter mit The Worst Monster Project. Von Christoph Bauerfeind und jetzt wird es gruselig. Ach, die Anekdote von Bauerfeind hat sie nicht mehr da. Erster Film. Hier ist The Worst Monster Project. Und jetzt werden endlich mal alle unsere Sitzwürfel hier vorne ausgenutzt, bis auf den letzten Platz. Und ich gebe euch ein Mikrofon und euch beiden das Restliche. Wir haben jetzt mal die Zuschauer vertröstet auf das DVD-Meeting. Das muss man sicherlich geben, oder? Selbstverständlich. Ja, sicher. Okay, gut. Also ihr müsst euch in der Pause bloß an diese vier Leute wenden, dann kriegt ihr es. Ja, viel Spaß beim Drehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Es war mehr ein Spaßdreh, stimmt's? Genau. Mhm. Also wir sind groß gezogen, wir hatten nicht. Und wir sind Monster, wir haben die Kamera, haben zufällig etwas Zeit. Und wir groß gezogen, haben ein bisschen Film gemacht. Ja, und letzten Endes vom Dreher ist es auch alles innerhalb von einigen Sachen entstanden. Okay, und vom Schnitt, wie lange habt ihr geschnitten? Also das hat ungefähr noch zwei Wochen gedauert, bis der dann wirklich so war, wie wir uns vorgestellt haben. Mhm. Was hat länger gedauert? Der Abspann und der Film? Okay, gut. wart ihr also der erste Film, wenn ihr einfach so losgegangen könnt mit der Kamera, oder habt ihr euch schon öfters mal ausprobiert? Also in die Helmkonstellation jetzt. Selbstmord. Selbstmord? Echt? Ich denke an
Wie war's denn nun? Der Bühnenauftritt war schrecklich. Ich glaube, ich hätte nicht gesagt, dass ich den Juroren die Beine brechen will. Das war sehr negativ. So, Fans. Fans. Fazit. Fazit. Ihr seid anbetungswürdig. Bei euch wurde am meisten geklatscht und gelacht. Ich war bei dem Film auf Toilette. Ich habe nicht gesehen. Ja. Ich finde es schon mal ganz unmöglich, dass wir uns den Abspann abgewürgt haben. Ja. Ey, der hat uns abgewürgt. André, Fazit. Ja, ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Ja, ich auch. Muss ich jetzt noch mehr sagen? Und wofür das jetzt alles? Wir haben ihn endlich mal auf einer richtig, richtig großen Leinwand. Und ich hätte ihn in diesem Blaulicht macht das besonders. Würdest du bitte aufhören, damit zu wackeln? Geil, oder? Ja, anscheinend war wieder der Brüller letztlich die Szene, wo ich hingeflogen bin. Ich wollte einfach mal den Filmstar raushängen lassen. Gut. Also humortechnisch eindeutig, weil ich glaube, bei keinem Film haben die Leute so viel gelacht wie. Auf alle Fälle, und sowas bringt sich ja bekanntlich ein, wa? Also drücken wir die Däumchen. Nachdem die Jury sich Zeit genommen hatte, die Sieger zu bestimmen, waren wir natürlich ganz gespannt, wer denn gewonnen hat. Und der Preis? Er geht an, ihr werdet euch genauso darauf freuen, an einen echten Jungsfilm ohne Pumpguns, ohne Sonnenbrille, nämlich an einen Film, der heißt Kein Tag wie dieser, weil wir dann hat sehr viel Spaß gemacht, den Film zu drehen. Das alles hier hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sprecht, glaube ich. Im Namen von uns allen. Super, vielen Dank. Ja. So, und jetzt habe ich hier diesen blauen Umschlag. Den mache ich jetzt mal auf. Jetzt werdet ihr bestimmt erstaunt sein. Es handelt sich da um einen Film, der heißt Nachtgedanken. Ich denke, der Film ist ein Beispiel dafür, dass er mit Poesie arbeitet, dass er versucht, Persönlichkeit und auch Kunst, das Bild, die Malerei zu verbinden. Möchtest du denn weitermachen mit Filmen? Ja, es ist jetzt mein erster Film gewesen und auch mich hat Spaß gemacht. Würdest du das als einen Experimentalfilm ansehen? Ja, auf jeden Fall. Also herzlichen Glückwunsch. Ich mag Ironie, ich mag aber auch gutes Handwerk. Ich mag es vor allen Dingen, wenn Tricks gut eingesetzt werden und das heißt für mich, wenn sie nur dann stattfinden, wenn sie der Geschichte auch weiterhelfen, wenn sie Sinn machen. Ich mag Musik, aber auch eine, die gut eingesetzt ist, die Sinn macht, der Geschichte Go gibt. Sprich, ich mochte Gent. Danke mal alle, das ist toll. Das finde ich gar nicht. Da gibt es nichts davon ab. Davon bin ich mir aber ganz fest überzeugt, dass ich davon nicht ab. Jetzt zum Thema erste Preis. Es gibt heute nach schon ein paar Filme, die waren in diese gefälschten Dokumentarfilmstil. Es war ein bisschen ähnlich wie Blair Witch Project oder so. Es war eine, das wir fanden, war ein bisschen von technischer Arbeit ein bisschen besser als der Rest war. Man war ein bisschen näher dran, alle waren mit Hand aufgenommen und ja, wir fanden das sehr interessant und man war wirklich in der Geschichte. Auch die Schauspieler waren echt super. So, wer hat es gewonnen? Satz. Eigentlich nur mit so einer kleinen Digitalkamera alles gesehen.
Aktion, die maximal 30 Sekunden aufnehmen kann, das ist dann alles so zusammengeschnitten. Zum Thema Geld, Sie haben 450 Euro gewonnen. Ich glaube, das kann ein paar verrocken für den chinesischen Kampf. Der zweite Hauptpreis. Er geht an einen Film, der die Jury überzeugte durch seine cineastischen Referenzen, sowohl an den Stummfilm als auch an B-Pictures und Trash-Film-Genre. Er zitiert mit 450 Euro und geht, ich zitiere, an einen herausragenden Genie und originellen Künstler, Philipp Schwann und sein Team für die Liebe. Okay, ich bin bei uns immer für Ton, ja, danke, das war total toll, überhaupt nichts vorbereitet. Wir bedanken für uns bei allen, die da überhaupt zugeschaut haben, für uns applaudiert haben. Da haben wir, glaube ich, nichts zu sagen. Einfach super, danke. Haben wir also nicht gewonnen. Die Entscheidung war wirklich totale Schiebung einfach. Also ich habe für Geld gestimmt. Also machten wir uns wieder auf den Heimweg. Und obwohl wir die schöne Siegerurkunde und vor allem das Preisgeld nicht bekommen haben, ließen wir es uns nicht nehmen, zu Hause noch ein bisschen zu feiern und den Tag Revue passieren zu lassen. Liebe Freunde, ruckt in die Mitte. Da ist mein Glas, seht ihr mein Glas? Da. Auf dieses wunderbare Festival heute da. Es war ganz großartig. Und sein positives Fazit. Es war hübsch. Also ich muss sagen, ich fand euren Film immer wieder sehr, sehr toll zu sehen. Es hat mich doch stark bewegt, dieser Jubel und all die Freudenschreie am Anfang. Es war wirklich sehr, sehr toll. Dass ihr nur nicht gewonnen habt, naja, was soll's, wenn man so sieht, wer gewonnen hat, dann ist das auch schon wieder hinfällig, ob nun oder ob nur nicht. Von daher, ich finde es toll und ich freue mich auf die Fortsetzung. Juhu, mal abgesehen vom Mersemonster, weil es läuft jetzt mal außer Konkurrenz, was war dein Favorit? Das ist eine gute Frage. Also theoretisch, klingt blöd, aber ich glaube Zack Attack. Aber ja. Was ich auch zustimmendes Nicken in der Runde, ja? Großes Klasse fand, war hier Dingsi, das mit dem die Insel des Dr. Bla. Ah, ja, okay. Hunsenbrenner. Ja, genau. Was auch immer, ja. Herrlich, einfach nur von der Art und Weise her, wie es gemacht ist, so schön schrullig. Matthias, gib uns ein Fazit, der heutige Tag. Das war grandios. Nein, wir sind grandios ausgeschieden. Es war gut zu sehen, dass der Film so gut ankam. Und ja, das gefiel mir ganz gut. Okay, dein persönlicher Favorit. Gut, Zack Attack spielt bei mir nicht ganz so weit vor mit, wie bei einer ganz den vorderen Favoriten zählen eher dieser Männerfilm da. Männer weinen nicht. Männer weinen nicht, ja. Ja, der letzte gefiel mir vom Grundgedanken ganz gut, da waren noch echt schöne Spielereien dabei, also es waren halt viele Sachen dabei, die gewürdigt werden sollten. Ja, und ich muss sagen, ich sage immer, dabei sein ist alles. Und ich muss, wir müssen ja zugeben, wir haben 96 andere Filme. Voll daneben genannt. Genau. Ja. Also, hallo? Cool. Kamera? So. Genau. An dem ist Mörsemonster, was ja klar ist. Das zählt ja nicht. Fand ich richtig geil. Also da hat er eine coole Story. Oder war gut gemacht. Naja, die Inselgeschichte da mit Professor sonst was war ein bisschen zu überlagert von Effekten. Fand ich aber auch okay. Dann natürlich der Männerfilm da, weil Männer nicht weinen oder niemals. Ja. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe so ein bisschen bis zum letzten Moment eigentlich noch gehofft, dass wir den ersten Platz machen. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass die Konkurrenz wirklich gut war, hatten wir eigentlich niemals eine Chance. Aber es haben trotzdem alle Leute begeistert gelacht. Und bereits nach der ersten 3 Sekunden unseres Films konnte sich das Publikum kaum mehr halten. Und das alleine war es schon wert, dann einfach mal anzutreten und das mitzuerleben. Okay.
Mersemonster ausgeschlossen. Deine persönlichen Favoriten des Abends? Meine persönlichen Favoriten, Sack Attack war natürlich ganz weit vorne. Ja, natürlich. Also, geht, also das ist, war absolut unser Niveau, muss ich sagen. Und hat uns einfach mal um Längen auch noch geschlagen, also vom Humor her. Und ansonsten fand ich auch Männer, warum Männer niemals weinen, war auch, der Film hätte von mir sein können. Also wenn ich zuerst diese Idee gehabt hätte, dann, ja, hätten wir heute Abend, schade, ne? Dann hätten wir heute Abend den Publikumspreis gewonnen. Tja, Christoph. Das nächste Mal vielleicht. War wohl nichts. Ja, so. Dankeschön. Bitteschön. Ja. Zum heutigen Tag. Unter Schmerzen habe ich mich mitgeschleppt. Es war ein wundervoller Tag. Es war ganz zauberhaft, der Tag mit euch, der Tag in diesem Theater, diese ganzen Filme anzugucken, war ganz wunderbar. Und ich muss sagen, dieser Moment, unser Film auf großer Leinwand und Menschen lachen über blöde Ideen, die wir uns ausgedacht haben, das hat Gänsehaut gemacht. Doch, ich bin stolz auf uns. Mein persönlicher ganz großer Favorit waren die Männer, die nicht weinen. Die fand ich ganz, ganz toll. Ja. Ohne Zweifel. Ansonsten gab es viele Filme, die ich auch irgendwie toll fand. Ich fand Gent ganz toll. Ich fand eigentlich die Idee dieses Inselfilms ganz toll. Er war auf Dauer ein bisschen nervig. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war der Mann mit dem Fernseher hier. Der Mann mit dem Fernseher? Der Tod deines besten Freundes. Ah, der Tod deines besten Freundes. Das war eine Idee, die viel zu wenig gewürdigt wurde. Genau, der ist ein bisschen untergegangen. Der war auch sehr, sehr hübsch. Der Abend war super, der Tag war super. Na, auf so jeden soll Fall. Es sein. Hat okay, sich gelohnt. Das nächste Mal, nächstes Jahr sind wir wieder dabei, ne? Wir werden sehen. Okay. Ja, da wurde jemand bestochen, meinst du? Da wurde jemand definitiv bestochen, weil wenn wir mit kleinen Kindern drehen würden, dann würde unser Film auch gewinnen. Okay. Kleine Kinder ziehen immer, ne? Die Diskussion hatten wir den ganzen Tag über kleine Kinder, niedliche Tiere gewinnen einfach. Erst kommen kleine Kinder, dann kommt sie. Kinder gewinnen einfach mal, das ist einfach mal Fakt dann.